Meine Lieben, ich mache jetzt das Review über Twyla. Ich habe ja gesagt, dass ich entweder am Wochenende das Review mache oder nächste Woche, weil ich ja Urlaub habe. Aber ich mache es heute, weil mir total langweilig ist und ich weiß nicht, was ich machen soll. Genau. Ja, so sieht es aus. Genau. Ja, ich zeige jetzt erstmal die Verpackung. Die schaut so aus. Ja, genau. Also hier ist Werbung für den 13-Wünsche-Film. Der ja bald rauskommt. Ich freue mich tierisch drauf. Dann Monster High Logo. Monster High. Hier ist Twyla. Ist ziemlich süß. Und dann steht hier Twyla, Daughter of the Boogeyman. Und 13 Wishes. Oh, das ist Deutsch. Hier Wishes. Das ist ja eine englische Verpackung. Genau, und hier war Dustin drin. Und der Hintergrund ist wieder dieser schöne Palast. Total geil. Also ich liebe die Verpackung von 13 Wünsche. Genau, hier sind dann noch dieser Chini-Dampf mit dem Monster High Logo. Hier ist dann auch nochmal so Chini-Dampf. Hier auch. Monster High. Ja. Genau, und die Rückseite schaut so aus. Monster High, be yourself, be unique, be a monster. Ich liebe diesen Text oder diesen Spruch. Dann ist hier nochmal Twyla. Dann steht hier oben nochmal Twyla, Daughter of the Boogeyman. Genau, und dann steht hier nochmal alles auf Englisch. Also das über mich. Und ihre besten Freunde sind Howlin' Wolf und Spectre Wundergeist. Yeah. Und dann steht hier nochmal ein längerer Text. So ein bisschen die Geschichte. Genau. Ja, das war die Rückseite und die Verpackung. Und jetzt kommen wir zur Puppe. Genau. Also das ist Twyla. Twyla hat türkisfarbenes langes Haar. Total schön. Ach, total weich. Sie hat hier eine türkis-lila Farbe. Dunkelblau-lila-farbene Strähne, weil das ist so eine Mischung aus dunkelblau und lila, finde ich jetzt zumindest. Und die dann lauter noch so feinere Strähnchen noch drin. Hier hat sie dann noch einen Pony, der hat auch so Strähnchen. Und ja, hier auch nochmal. Genau, dann hat sie türkisfarbene Augenbrauen. Ihre Augen, sie hat ganz leichtes Make-up, also jetzt nicht so heftig wie jetzt andere Puppen, sondern wirklich dezent. Und sie hat, ich weiß jetzt nicht, rosa, lilane Augen. Und sie leuchten ja im Dunkeln, ist ja nicht bekannt, also ist ja bekannt, dass sie leuchten, die Augen. Dann hat sie einen sehr hellen Lippenstift, der ist so ein bisschen hautfarben, finde ich. Ja, der Oberteil ist lila und hat hier lauter so kleine Spinnen und Linien und Punkte. Dann hat sie hier noch so einen schwarzen Kragen und eine schwarze Schleife. Und ihre Ärmel sind nach unten länger. Genau, dann gehen ja ihre Arme. Also sie hat, was ist denn das für eine Farbe? So fliederfarbene Haut. Und dann sind ja ihre Arme so nach unten dünkler. Und was mir aufgefallen ist, hier fängt es eher an, schwarz zu werden, als bei dem Arm. Genau. Dann hat sie hier so ein Armband, so ein türkisfarbenes. Ich denke, das ist ein Schlüssel oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir es gerne in die Kommis schreiben, was es genau ist. Und dann hat sie hier noch drei Armbänder. Pink, schwarz, pink. Und dann hat sie hier noch einen türkisfarbenen Gürtel mit einem Monster-Totenkopf vorne drauf. Und eine Spinne. Ja, genau. Und dann hat sie hier noch einen süßen Rock. Der hat hier so eine süße Musterung auch. Und dann noch mit so lilanen Rüschen. Und ihre Beine haben ja auch nochmal so, ich weiß nicht, was das sein soll. Das sieht total genial aus. Das ist auch so gleiche, nee, ein bisschen heller wie ihre Arme. Ja, so ein Grau. Und so geschwungene Linien überall. Das ist total genial. Ja, und dann hat sie noch so dunkelblaue Schuhe an. Die haben sie hier noch so türkisfarbene Schnürsenkel mit einer Spinne. Und ihre Absätze, keine Ahnung, was das darstellen soll. So lauter so Linien und Geschwungenes und keine Ahnung. Genau, das war Twyla. Ja, dabei war der schwarze Ständer, worauf sie gerade steht. Diese schwarze Bürste. Die Tasche. Die ist auch so ja, lila. In der Kamera scheint es jetzt dunkelblau, ich weiß, aber das ist lila. Und ja, und dann hat sie hier noch so ein türkisfarbenes Spinnnetz vorne drauf und hier ist auch so wie ein Anhänger.
Und ja, ich finde die eigentlich total süß, weil sie wie so ein alter Geldbeutel gemacht ist. Total geil. Ach ja, sie hat ja noch Ohrringe. Die Ohrringe. Und die finde ich besonders geil, weil das wie so ein Türknauf ist. Hammer, oder? Richtig geil. Genau. Ja, Tasche. Dann ihr Haustier Dustin ist ein Hase. Sieht ein bisschen zerrupft aus, so vom Fell her. Hatte hier so ein geknicktes Ohr und das andere ist gerade oder fast. Dann hatte ich hier so ein Knopfauge, dann wie so ein ausgerissenes Auge und dann hier noch so eine Stupsnase. Und er erschreckt sich wahrscheinlich gerade, weil er so oh macht. Genau. Genau, und dann ist hier noch das Tagebuch, leider auf Englisch. Monster High, Twyla, this diary belong to Twyla. Ja, und dann noch auf Englisch. Das ist leider alles auf Englisch. Ich wollte eigentlich die deutsche Version, weil ich viel über Twyla eigentlich erfahren wollte. Und das, was ich wissen wollte, musste ich jetzt aus dem Internet suchen, weil es alles auf Englisch ist. Das ist halt der Nachteil an Amazon. Zwar ist die Lieferung schnell, aber du weißt nicht, ob du die deutsche oder die englische Version bekommst. Schande. Genau. Naja, ist egal. Hauptsache, ich habe sie jetzt. Ich freue mich tierisch, dass ich sie jetzt endlich habe. Und ja. Genau, das war mein Review über Twyla. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja. Noch eine kurze Ansage. Bitte schreibt mir unter diesem Video einen Kommentar, ob ihr ein Collection-Update von mir haben wollt. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon eins mache. Also ich würde dann im Laufe der nächsten Woche würde ich eins machen, vielleicht schon Montag oder Dienstag. Würde ich ein Collection-Update machen. Oder ich warte bis Ende Oktober, bis ich Caddy Noir habe. Und dann würde ich erst ein Collection-Update machen. Aber wenn ihr wollt, dass ich jetzt schon eins mache, dann mache ich jetzt schon eins. Weil es hat sich ja auch ganz schön viel getan. Bei meiner Monster High-Sammlung und ja, wenn ihr das Error sehen wollt, dann schreibt mir es einfach unter die Kommis, ob ihr eins haben wollt. Dann mache ich dann im Laufe der nächsten Woche oder Anfang der nächsten Woche jetzt ein Collection Update. Genau. Ja, das war's und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bitte vergesst halt eben nicht zu sagen, ob ihr ein Collection Update Video haben wollt von mir oder nicht. Und ja, bis zum nächsten Video. Hab euch ganz doll lieb. Bye, bye.